In nur wenigen Stunden erreicht Sayed wirklich abnormale, krasse Zahlen. Und das hat natürlich Kai nicht mit manipuliert. Das sind wirklich reine Gewinne, die Sayed gerade auf Amazon macht. 500 Boxen hat er mittlerweile schon verkauft, meine lieben Freunde. Wahrscheinlich ist es jetzt noch etwas mehr geworden. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Und für seine Ansprüche auf jeden Fall hat er sich selber jetzt übertroffen. Bei Alpha Music war der Erfolg, glaube ich, nicht so hoch wie jetzt. Nach einem Tag, nach zwei Tagen. Digga, was ist da los? 500 Boxen. Überlegt euch das mal. 40 Euro kostet die Box. 40 mal 500. Wie viel ist das? Ja, richtig. 2000 Euro. Doggy, das sind nicht 2000 Euro. Das sind da 20.000 Euro. Es sind nicht 2000 Euro, Lingling? Warum sagst du mir das nicht, du dämlicher Kameramann? Ab mit dir nach Vietnam, Mero! Lingling, das ist, Chinesisch. Zinka? Wir machen mal lieber weiter mit der Rap-Talk-Folge, meine lieben Freunde. Sein Album kommt dieses Jahr auf jeden Fall. Richtung September, Oktober ist es soweit. Ja, er hat bis jetzt schon seine Box sogar angekündigt, meine lieben Freunde. Also es wird auf jeden Fall eine Box sein, nicht nur so eine Audio-CD, sondern so eine richtig schöne Hightech-Box, ja. Reduziert wird das ganze Ding auf 40 Euro, das dauert noch ein paar Tage. Und er hat neue Abverkaufszahlen. Er hat noch nicht mal richtig mit der Promophase begonnen, Freunde. Schon drehen die Leute am Rad. Mittlerweile hat sein Album schon die Platz 5 Marke auf Amazon erreicht und hat somit Super Size von Shirin David, ist das glaube ich, überholt, ja. Messios von SSIO überholt. Also lange Zeit war er nicht am Start, meine lieben Freunde. Das darf man nicht vergessen, ja. Ohne Promophase, ohne dies, das ist er wieder da. Es ist echt heftig, ja. Also, wenn man auf seine Instagram-Seite sieht, dann sieht man auf jeden Fall, dass er von der Kuku Gang aus Berlin, Team Kuku, auf jeden Fall sehr, sehr unterstützt wird. Auch an sich war er, glaube ich, in den letzten Monaten immer wieder mit den Team Kuku Mitgliedern unterwegs, ja, mit Drilon und King Khalil und so weiter. Anfangs hieß es ja, der würde bei denen irgendwie sein, aber hat sich wahrscheinlich irgendwie anders ergeben und der ist jetzt, glaube ich, direkt, hat er sich entschieden, dass er direkt zu Universal geht, ne? Yo, Sayed wird sein Album, wie gesagt, über Universal Music präsentieren und releasen lassen. Das ist ein sehr guter Schritt für Sayed. Er ist mittlerweile jetzt einer der Top-Künstler, die jetzt bei Universal unter Vertrag sind, meine lieben Freunde. Und das ohne Kollege, ohne Alpha Music. Das darf man auch nicht vergessen. Also er steht jetzt im Prinzip völlig allein da, nur mit Universal. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung, meine lieben Freunde. Ja, meine lieben Freunde, wie findet ihr den Release von Sayed? Findet ihr das cool, dass er auch wieder am Start ist? Ja. Auf jeden Fall, mittlerweile kann auch wirklich jeder Rapper werden. Und natürlich muss er natürlich jetzt mitmischen bei dem ganzen Spektakel. Und wir wünschen dir natürlich alles Gute. Ich hoffe, der schafft es diesmal wirklich einer der Top-Künstler zu werden. Das war's mit diesem Video, meine lieben Freunde. Abonniert, checkt ab und Peace and...